Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Luis mit Thema dieser Woche Name oder wie man zum Namen gekommen ist. Bei mir hat das irgendwie sehr lange gedauert, bis ich einen Namen gefunden habe. Ich habe mir verschiedene Namen aufgeschrieben, die ich einigermaßen, ja, die ich halt schön fand. Und dann habe ich mir intensive Gedanken drüber gemacht, wie mich die Menschen in meiner Umgebung für immer nennen sollen. Und ja, dann habe ich mich immer mehr zu Louis sozusagen hingezogen gefühlt, also zu den Namen. Dann war ich mir eigentlich schon sicher. Ich habe es aber noch niemandem gesagt, weil ich bis zu meinem Outing warten wollte. Außer eine alte Freundin, die hat sich alle Namen mal angehört. Ich habe mir halt so eine Liste gemacht mit verschiedenen Namen. Und dann hatte sie auch Luis gesagt. Und war halt auch meine Wahl, aber ihre Meinung wollte ich irgendwie dennoch hören. Ja. Und dann habe ich mich bei meiner Familie geoutet. Und dann habe ich gesagt, Luis, die sollen mich bitte Luis nennen. Ich habe bestimmt, boah, 3, 4, ne, gar nicht. 2, 3 Monate habe ich wirklich über den Namen intensiv drüber nachgedacht. Andere brauchen länger, andere wissen, zack, ich will jetzt so und so heißen, aber bei mir hat das nur oder ja, schon 2 bis 3 Monate gedauert. Dann habe ich mich halt richtig geoutet mit Namen und all sowas. Das Lustige ist, ich wollte noch einen Zweitnamen haben. Ich habe auch einen Zweitnamen bei den Vornamens- und Personenstandsänderungen, Namensänderungen und Personenstandsänderungen hingeschrieben. Den habe ich aber nicht veröffentlicht, da ich mir nicht 100% sicher war. Ich hatte so ein paar Zweifel. Ich habe halt meine Familie gefragt, was die von dem Zweitnamen Noel halten. Und ja, waren halt sehr damit einverstanden. Das hat mir halt viel bedeutet, weil würden die den Namen nicht so in Ordnung finden, dann hätte ich den noch nicht genommen. Also war mir schon irgendwie wichtig, dass sie den schön finden. Deswegen habe ich jetzt einen Zweitnamen, der heißt Noel. Also heiße ich Louis Noel. Und das habe ich dann so beim Amtsgericht gesagt. Ja, war kein Problem irgendwie. Die haben sich nicht gewundert oder so, warum ich einen anderen Zweitnamen genommen habe. Oder irgendwie so Gedanken drüber gemacht oder hinterfragt. Das haben die gar nicht irgendwie bei mir. Die haben gesagt, okay, nehmen wir so hin. Und dann haben die halt nur gefragt, wie ich auf den Namen gekommen bin. Und dann, ja. Ja, meine Freunde kommen damit klar, dass ich so heiße. Die finden den Namen auch schön. Von daher gibt es keine Probleme, dass sie mich so nennen. Ja, das war's auch schon von meinem Video. Ich glaube, nächste Woche kommt noch ein Video und dann sind wir in der Sommerpause. Aber das wisst ihr bestimmt schon von der Internetseite auf Facebook. Von der Facebook-Seite halt. Ja, dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und bleibt anständig.